Als das Christentum in die Welt kam, war es zuerst ohne Bild. Nur Wort, nur Schrift. Als die Bilder Einzug hielten in die Versammlungsräume der Christen, konzentrierten sie sich zuerst am Ende der schlichten Halle, die man Ekklesia nannte. Als auch die Wände dieser Hallen von Bildern bedeckt wurden, fügten sich die Bilder zu einer Geschichte. Wir wollen erzählen, warum es zu diesen Bildern und diesen Geschichten kam und welche Rolle die Engel dabei spielten in dieser Auseinandersetzung um Macht und Ordnung zwischen Himmel und Erde. Die Engel sind die Boten des einen Gottes, von dem es kein Bild gibt und den kein Mensch je wird sehen können. Seine Worte beten wir an, und diese Worte kamen zu uns durch die Engel, die ihm am nächsten stehen. Sie sind Geistwesen, Lichtwesen, so wie er. Die Engel verkünden, was Gott uns zu sagen hat, das ist ihre Mission. Und so sind wir immer umgeben von ihnen. Sie sprechen zu uns, sie leiten und raten uns oder richten über uns. Und sie wurden darum zum zentralen Thema einer Bildergeschichte, die abendländische Kunst heißt. Das Christentum wurde Staatsreligion im Römischen Reich, als diese schon beginnt, sich aufzulösen und langsam unterzugehen. Rom, die Hauptstadt dieses Weltreiches, war eine zivilisierte Millionenstadt. Das Lebensniveau und die Kunst auf einem Höhepunkt der Weltgeschichte. Ihre Kaiser stellten sich auf eine Stufe mit den Göttern. Und noch heute nennen wir ihre Bauten und ihre Hinterlassenschaft monumental. Und das bedeutet auch überwältigend. Insofern beerbt das Christentum, ob es will oder nicht, das Römische Reich. Es ist in dieser Zeit, das Römische Reich hat für sein Gebiet einen Universalitätsanspruch. Das Christentum hat diesen Universalitätsanspruch auch, vertritt ihn, geht hin zu allen Völkern und lehret sie die christlichen Lehren. Als die Andachtsräume der Christen in Rom sich noch versteckt in den Katakomben unter der Erde befanden, tauchten neben der Schrift erste Bilder auf, erste Bildsymbole. Die Bilder sollten sich von denen der Antike unterscheiden und zeigen den heiligen Kranz anstelle des Efeu und auch geflügelte Boten. Aber es waren am Anfang nur wenige eigene christliche Bildsymbole. Die antike römische Religion hat keine Dogmatik ausgebildet, keine Lehre ausgebildet, hat deswegen die nicht geordnet. Die Ordnung findet sich aber dann im Christentum, zum Beispiel in der Hierarchie der Engel, die wir ganz getrost als Fortleben dieser kleineren Funktionsgötter betrachten dürfen. Und insofern gibt es da eine Kontinuität und eine Transformation. Was aber sind die Vorbilder für die übermenschlichen Bildgestalten im Christentum, für die Engelwesen? Sind das die antiken Heroen? Tatsächlich greift die frühe christliche Bilderwelt auf Vorbilder aus assyrisch-babylonischer Zeit zurück, auf Tier-Menschwesen. Zu diesen Zwischenwesen gehören die Cheruben, flammende und mehrflügelige Gestalten.
nimmt man diesen Begriff der Dämonen, der im Griechischen eigentlich noch indifferent ist, weil Dämonen sind nun mal die Mittler zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Im Christentum wird es aber so neu kodiert, dass man sagt, diese unreinen Geister, von denen wir im Neuen Testament wissen, sind eigentlich die zurückgewiesenen und beleidigten Götter der Griechen. Statt der naheliegenden antiken Bilderwelt wählt das Christentum den Umweg über dämonische Urwesen. Diese bekommen dann den antiken Göttern abgeschaute ideale menschliche Körper. So formt sich die Gestalt der Engel aus antikem Vorbild und babylonischem Dämon. Auch ihr Name belegt beides: Angelos, der griechische Bote, und Cherub, der den vorzeitlichen Dämonen gleicht. Pseudonisius ist der ideale Autor, weil er sich die Engelshimmel vorstellt als 3x3 gegliederte Welt, die wie Kugeln ineinander verschachtelt sind, bis sie anreichen an das höchste Geheimnis, nämlich Gott. Und von diesem höchsten Geheimnis, der nur noch als Lichtmeer gedacht wird, strahlt herab die Herrlichkeit, aber die besteht nicht nur aus sichtbarem Licht, sondern auch aus dem Wissen, wer Gott tatsächlich sei. Und es diffundiert in die erste Engelsschicht, in die Seraphen, von dort aus in die Cheruben, die geben es weiter via einer fast bildhaften geistigen Mitteilung an die Throne, an die Mächte, an die Gewalten und so weiter. Und so ist die Engelsdarstellung in diesem spätmittelalterlichen Altarbild vor allem ein Hinweis darauf, was die Bilder im Christentum zuallererst vermitteln sollen: Ordnung. Das sind Reflexionen auf Fragen. Auf die Frage, wie kann ich Gott, wie kann ich das Heilige, das ja eigentlich ein geistiges ist, darstellen, ohne dass es zu einem Sinnlichen wird und dabei herabgezogen wird auf die Ebene des was dann die Christen Aberglauben nannten. Das Bild von einer hierarchischen Ordnung im Himmel ist darum der Schlüssel zur Bilderwelt des Christentums. Denn Ordnung ist der Zustand der Vollkommenheit. Der erste Schritt zu einer eigenen christlichen Bilderwelt der Engelwesen liegt nicht in Rom. Im 4. Jahrhundert nach Christus zerfiel das Römische Reich in zwei Teile. Rom und der Westen des Reichs wurden von den Goten überrannt, dann vom oströmischen Byzanz zurückerobert. Mitte des 6. Jahrhunderts ist Rom eine Provinzstadt des Byzantinischen Reiches, mit Ravenna als Hauptsitz. Und hier entfaltet sich nun die erste systematische Bildgeschichte des noch jungen Christentums, als die Synthese aus griechischer Philosophie und christlicher Heilslehre. Die drei wird normalerweise reserviert als das Symbol der Göttlichkeit. Aber wir haben in den Angelophanien des Alten Testaments, also als der Prophet Ezechiel oder Jesaja in den Himmel schauen darf, dann sieht er Wesen, die Gott umgeben, die sind entweder in Vierergruppen angeordnet oder viergestaltig, als Adlerwesen, Löwenwesen, menschähnliches Wesen und Stierwesen. Das ist ein Import aus der babylonischen Ikonografie. Und es geht dann auch ins Christentum ein. Gott ist mit Vierergruppen umgeben, wenn er auf seinem herrlichen Thron sitzt. Und deshalb tritt neben die Zahl 3, die für Gott steht, die Zahl 4, die sozusagen seine Ausbreitung, die in alle vier Weltrichtungen, in alle vier Weltgegenden und Zeiten dann symbolisiert. Und deshalb sind aus der 3 und der 4 sind alle anderen Zahlen, nämlich die 12 und die 24, dann später zu errechnen und haben damit auch heilssystematische Bedeutung. Die sakralen Bauten von Ravenna sind die ältesten Mosaiken der christlichen Ikonografie. Gegenüber einer Reihe von Märtyrern ist eine Reihe von heiligen Jungfrauen angeordnet. Nicht ihr individueller Ausdruck ist von Bedeutung, sondern die Reihe, die Zahl. Über ihnen stehen 16 Propheten, das bedeutet 12 plus 4. Und dass sie über den Jungfrauen und Märtyrern angebracht sind, drückt ihre Rangfolge und hohe Autorität im Christentum aus.
Darüber wiederum sind Szenen aus der Passion Christi dargestellt. Und auch diese Position meint Hierarchie, Ordnung. Hier in Ravenna wird die Hierarchie formuliert und in ein System von Bildern umgesetzt. Anfang und Ende der Bilderwand sind für die heilsgeschichtlichen Schlüsselfiguren reserviert. Maria und Christus. Sie sind formell angeordnet. Jeweils zwei den Betrachter frontal anblickende Engel stehen ihnen zur Seite. Die Engel sind also der Hofstaat oder die Leibgarde von Maria und Jesus Christus. Dieses einfache Bildsystem wird zum Kanon, auf den alles aufbaut. Von nun an werden die Kirchen größer. Die Apsiden und die Kuppeln sollen die Einheit und die Vollkommenheit des christlichen Kosmos ausdrücken. Die christliche Bilderwelt hat dabei die Ordnung des byzantinischen Hofes und deren Darstellung von Herrschaft und Repräsentation für seine Ordnung der Bilder transzendiert und übernommen. Wenn man die 30-Jahres-Rede von Konstantin dem Großen liest, dann hat er dort eine Formel für die Ordnung der Welt. Ein Gott, ein Reich, ein Kaiser. Konstantin ist eingetreten für den egalitären Gott mit einer klaren Hierarchie, Ordnung und Unterordnung, weil die natürlich den gesellschaftlich-politischen Verhältnissen entsprach. Ravenna ist darum der Ort, an dem die Synthese aus griechisch-systematischem Denken und christlicher Heilslehre zur Bildergeschichte wurde. In der Ruinenstadt Rom werden inzwischen neue Kirchen errichtet oder antike Bauten dazu umgewidmet. In Santa Maria in Trastevere hat sich der Bilderkanon von Ravenna durchgesetzt. Und je größer die Kirchen wurden, desto mehr Bildgeschichte konnte in ihnen dargestellt werden. In dieser Kirche wird Maria zum ersten Mal als Gefährtin von Jesus Christus direkt neben ihm abgebildet. Das Mosaik drückt nach wie vor Repräsentation aus, aber die Engel fehlen. Damit wird im Bild angedeutet, dass die zentrale Figur des Neuen Testamentes, Jesus Christus, als Erlöser in der Hierarchie über den Engeln steht, auch wenn er Mensch geworden ist. Die Oberkirche von St. Clemente in Rom wurde Anfang des 12. Jahrhunderts errichtet. In ihr tritt die byzantinische höfische Ordnung im Bild ab. Es dominiert das christliche Kreuz. Die Anordnung der Kreise drückt nach wie vor Zahl und Ordnung aus. Aber wichtiger ist die Konzentration auf die christlichen Bildsymbole. Sie bedeuten das Gegenteil von Macht. Christus als heiliges Lamm inmitten seiner Herde. Das ist Gott als Friedensengel, ein barmherziger Gott. Und darum ist es eine andere Bildbotschaft als die der Antike oder des byzantinischen Kaisertums. Um die Jahrtausendwende gerät die bisher in den Bildern ausgedrückte Ordnung der Kirche in eine große Krise. Sie wird mit Verweltlichung und Korruption identifiziert. Die Autorität des Papstes und damit die Heilsbotschaft der einen Kirche ist substanziell erschüttert. Die radikale Rückbesinnung der Liturgie auf die ursprüngliche Heilsbotschaft findet nicht in Italien statt, sondern in Frankreich. In einer kleinen Kapelle nahe bei Orléans sind in byzantinischen Mosaiken die Grundmotive der Heilslehre dargestellt. Über zwei kleinen, sechsflügeligen Cheruben dominieren zwei andere Engel die Kuppel. Sie repräsentieren das Alte und das Neue Testament. Sie haben es zu den Menschen gebracht, sagt das Mosaik. Und die angedeutete Hand des transzendenten Gottes bedeutet, dass sie es in seinem Auftrag den Menschen gebracht haben. Und dass der Weg der Erlösung nur darin bestehen kann,
Gottes Botschaft zu befolgen. Diese Neuordnung der christlichen Liturgie und Heilslehre geht von Cluny aus. Gegründet 910 vom Herzog von Aquitanien als Benediktinerkloster, wird Cluny nicht nur zum Zentrum des mittelalterlichen christlichen Kosmos, sondern die größte und mächtigste Kirche der Christenheit. Sie wird später nur durch den Neubau von St. Peter übertroffen. In der Französischen Revolution, fast 900 Jahre später, wird Cluny zerstört, als Symbol für das Gottesgnadentum der absoluten Monarchien. Aber noch heute kann man in den Ruinen die Macht und die Bedeutung dieses Ordens und seiner vielen anderen Kirchen und Klöster in Burgund spüren. Dass in Burgund die bedeutendsten Orden und wuchtigsten Kathedralen des 11. und 12. Jahrhunderts beheimatet sind, ist kein Zufall. Der wichtigste Pilgerweg nach Santiago de Compostela führt hier entlang, gesäumt von Wallfahrtsorten. Die Kathedrale von Autun besitzt das bedeutendste Bildzeugnis über den Wandel der christlichen Ikonografie in jener Epoche. Von Gislibertus zwischen 1120 und 1135 in Stein gemeißelt. Das Hauptportal, durch das die Pilger zu Millionen in die Kirche eingetreten sind, zeigt nicht mehr die Macht Gottes, sondern das Weltgericht. Christus und die Ältesten, die Engel am Thron Gottes, halten Gericht über die Seelen der Menschen. Die, und das ist die allgemeine Auffassung der Epoche, sind mehr denn je vom Bösen bedroht. Um die Ordnung und die Vollkommenheit des Heilsgeschehens aufrechtzuerhalten, müssen Christus und die Engel zeigen, dass sie das Gute vom Bösen trennen können. Damit verändert sich der Rang der Engel im Bild dramatisch. Von nun an sind sie die wichtigsten Repräsentanten des Weltenherrschers, der ein belohnender Gott ist. Die spirituelle Welt des Mittelalters war sehr strukturiert, sehr gut geordnet. Alles und jedes hatte seinen Platz darin. Gott Vater selbst ist ein transzendentes Wesen, geheimnisvoll und unnahbar. Auch Christus wurde bis ins 12. Jahrhundert hinein nicht nur als abwesend, sondern auch als schwer erreichbar angesehen. Und unter ihm gibt es darum die Mittlerwesen, die Jungfrau Maria und natürlich die Heiligen. Die Engel sind in dieser Welt eher zweitrangig, aber im positiven Sinne. Denn sie sind Gottes Hofstaat, seine Entourage. Sie sind Ausdruck der göttlichen Herrlichkeit und finden Platz an der Seite von Christus und der Jungfrau Maria. Als Begleiter von Christus fällt den Engeln die Aufgabe zu, das Heilsgeschehen zu vollziehen. Die Engel sind dabei erneut die Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sie kämpfen für Gott und für die Menschen gegen das Böse. Die Pilger bewegten sich in der großen Halle wie in einer Prozession und sahen hoch zu den Kapitellen, die ihnen das Böse in expressiver Darstellung vor Augen führten. Die zweite Versuchung Christi aus dem Lukas-Evangelium macht deutlich, worum es geht. Die Entscheidung gegen Irrglauben und Zweifel. Auch der Selbstmord des Judas zeigt die Folgen der Abwendung von Gott. Und die gewaltige und monumental wirkende Halle bedeutete den Gläubigen, dass gegen alle diese Versuchungen und die Schwachheit des Menschen nur das Wort Gottes als Handhabe und Wegweiser dienen kann. In der romanischen Ikonografie findet man auf den Tympana der Kirchen die ersten Darstellungen der Hölle und der Dämonen. Dennoch ist dabei die Vorstellung von Gottes Herrlichkeit bestimmend, also die göttliche Majestät.
Und diese göttliche Majestät wird durch die Anwesenheit der Engel weitergegeben. Die Engel existieren, um Gottes Ruhm zu offenbaren und die göttliche Macht zu demonstrieren. Sie weisen darauf hin, dass das Paradies, die himmlische Welt, eine vollkommene Welt ist. Auf dem Weg nach Süden, die Berge sind nur mehr am Horizont zu sehen, liegt eine der bedeutendsten Städte des Mittelalters, Pisa. Die heutige Piazza dei Miracoli war ursprünglich ein Begräbnisplatz außerhalb der Stadtmauer. Die Gesamtanlage mit Dom, Baptisterium und Camposanto wurde um 1300 begonnen. Der Camposanto war der größte Friedhof des christlichen Mittelalters und damit ein Ort, an dem es in herausragender Weise um Tod, Verdammnis und Erlösung geht. Hier befindet sich eine monumentale Darstellung des jüngsten Gerichtes. Das gewaltige Fresko muss die Zeitgenossen erschüttert haben. Es beginnt mit dem Weltgericht und einem zornigen Christus, der seine Wundmale zeigt und seine Empörung wie einen Blitz in Richtung der Hölle rechts schleudert. Diese Wut wird ausgeglichen durch die sanftmütige Maria zu seiner Linken. Unter ihnen ein Engel mit zwei Schriftrollen. In Augenhöhe des Betrachters dann der mit dem Schwert kämpfende Erzengel Michael. Ein anderer Engel, der dem Weltgericht angehört, drängt die verängstigten Bürger von Pisa auf die Seite der Verdammnis. Die Gesichter sind klagend und bittend, aber niemand kann sich diesem Gericht entziehen. Es ist das immer gleiche Motiv des Christentums. Vor der Macht des jüngsten Gerichtes gelten auch der Reichtum und auch die Würde des Bischofs und selbst die Macht der Könige nichts mehr. Aber im Bildaufbau des Freskos hat der Künstler dem sozialen Status Tribut gezollt. Die Könige besetzten die obere Reihe. Selbst einer der Engel erschrickt vor der Gewalt und Unausweichlichkeit dieses Gerichtes, das mit der Posaune angekündigt wird. Auf der linken Seite sieht man die Geretteten. Auch dies sind Porträts von Pisaner Bürgern. Ihr Gesichtsausdruck ist ruhig. Sie sehen alle gemeinsam auf zu der barmherzigen Figur der Maria, ihrer Fürsprecherin beim Richter. Die Körperhaltung ist entspannt, die Gesichter klar und gepflegt, dabei konzentriert, nicht nachlässig. Die Pisaner drücken intensive Dankbarkeit aus und den Sieg des Guten über das Böse. In der Gesamtansicht wird das als eine Gemeinschaft dargestellt. Das Böse ist individuell und es verzerrt jedes Gesicht in anderer Form. Die hier dagegen sind die rechten Bürger der Stadt, die sich in die Nachfolge Christi eingereiht haben und im Endgericht verschont werden. Dieser Kampf zur Errettung der Seelen ist dargestellt in der Todesallegorie. Aus den Mündern der Toten werden die Seelen gezogen. Sie haben die Gestalt von Säuglingen und zugleich beginnt der Kampf zwischen den herbeifliegenden Knechten des Satans und den Engeln. Die Epoche stellt sich diesen Kampf als vollkommen offen vor. Das Böse ist mächtig, das sagt dieses Fresko. Es ist gewaltig und kann selbst die Engel besiegen, wenn der Tote ihnen durch sein Leben bei ihrem Kampf nicht geholfen hat. Die Zeitgenossen hatten Angst. Und dass diese gerechtfertigt ist, das zeigt die Figur des Kopfüberstürzenden, der Versuchung erlegen und für die Engel verloren ist. Erst oberhalb dieses Kampfes herrscht Ruhe. Diese Engel empfangen die Seelen, die bereits gerettet sind. Es ist, als würde auf die verbreiteten Bildvorstellungen der Apokalypse und des jüngsten Gerichts nun eine erneute Umorientierung erfolgen. Nicht weit vom Reuschenpass am Rand der südlichen Alpen wird gegen Ende des 12. Jahrhunderts das Kloster Marienberg gegründet. Die Benediktinermönche versammeln sich bis heute in einem engen Gewölbe, ihrem Andachtsraum.
Marienberg ist berühmt für seine romanischen Fresken. Sie deuten als symbolische Bildgeschichte den Weg zur Erlösung des Menschen um. Er wird durch seinen aufrechten Kampf gegen das Böse den Engeln näher gerückt. Der Mensch steigt in der Himmelshierarchie auf, wenn er sich erfolgreich gegen das Böse behauptet hat. Das ist die Botschaft dieser Fresken. Wir sehen die Engelwesen, Seraphen und Cheruben, erkennbar an den 6 Flügeln. Neben ihnen der Apostel Petrus mit dem Schlüssel zum Himmelreich. Und zu seiner Rechten ein ihm zugeordneter Schutzengel. Mit dieser Konstellation wird eine neue Verbindung von Apostel und Himmelwesen angedeutet. Mensch und Engel kommen einander wieder näher, trotz des Bösen in der Welt. Die wichtigste Botschaft aber ist dargestellt in der Anordnung der Engel oberhalb des Weltenlenkers in der Mandorla. Dieser Jesus Christus scheint auf dem Kopf zu stehen. Es geht vor allem um diesen kleinen Engel, kleiner als alle anderen Himmelwesen. Er steht für den neuen Menschen, der, nachdem er sein Leben lang gegen das Böse gekämpft hat, von Jesus Christus der Erlösung verwehrt befunden wird und darum als kleiner Engel in die Gemeinschaft der großen Engel aufgenommen wird. Der Mensch kann in die Sphäre der göttlichen Wesen aufsteigen. Er kann erlöst werden. Der Heiland wartet auf ihn. Das wird hier im Fresko ausgedrückt. Der kleine Engel ist Bote und Botschaft zugleich. Und damit beginnt eine neue Ära im Verhältnis von Mensch und himmlischer Sphäre. Vom Kloster Marienberg in Südtirol und den Benediktinern wird diese Botschaft nun in alle Welt getragen. Südlich des Reuschenpasses liegen Meran und die kleine Wallfahrtskirche Maria Trost aus dem 12. Jahrhundert. Sie greift mit ihren romanischen Fresken das Thema von Marienberg auf und entwickelt es weiter. Man sieht die Jungfrau Maria mit traurig, hingebungsvoller Geste. Ihr Sohn hebt bittend die Hände gen Himmel, aus dem die Hand Gottes hervorragt. Dies nimmt nicht den Tod von Jesus Christus vorweg, sondern den von Maria und der Trauer darüber. Auch das jüngste Gericht ist dargestellt. Hier wird die Auferstehung der Toten gezeigt. Man erkennt sie an ihren kahlen Köpfen. Sie befinden sich zur Linken des Erzengels Michael. Sie sind die Seelen, die zur geöffneten Himmelspforte hingeführt werden. Dahinter ist der Tod Marias als das Hauptmotiv der Kirche dargestellt. Ausführlich und sehr menschlich wird die Trauer um sie gezeigt. Ihr Sohn, der Heiland, hält ihre Seele wie ein Kind in seinen Armen und deutet damit die Himmelfahrt Mariens an. Wie kann ein Mensch in den Himmel aufsteigen? Dieser Mensch muss vorher über die anderen Menschen erhoben werden, obwohl selbst nur ein Mensch. Das kommt einer Krönung gleich und wird dargestellt zusammen mit Jesus Christus an Marias Seite und Gott im Hintergrund. Die Vermählung ist also zugleich ihre Erhebung durch Gott. Und die Engel müssen das bezeugen. Nie zuvor ist das dargestellt worden. Und wieder verändert sich das Verhältnis der Engel zum Menschen grundlegend. Weiter auf dem Weg nach Süden. Wir erreichen einen für die christliche Ikonografie sehr wichtigen Ort. Assisi. In Burgund hatten sich die Klöster im 12. Jahrhundert auf eine streng geregelte Liturgie und den weitgehenden Verzicht auf Bilder besonnen. Im 13. Jahrhundert entstanden nun in Mittelitalien neue Orden. Dieser Orden in Assisi sollte ein reiner Bettelorden sein, ganz der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe als des direktesten Weges zur Erlösung verschrieben.
Der Bau der Unterkirche beginnt im frühen 13. Jahrhundert. Neben Thomas von Aquin wird Franz von Assisi zum Neubegründer der christlichen Heilslehre. Kein Bau des Spätmittelalters hat als Beleg dieser Erneuerung eine ähnliche Bedeutung wie die Oberkirche zu Assisi. Deren Langhaus wird dominiert von den weltberühmten Fresken Giottos. Das eigentliche Geheimnis und die Sensation aber befindet sich in den früher ausgestalteten Querschiffen des Langhauses. Was hier in eine Bildgeschichte übersetzt wird, ist die leibliche Himmelfahrt Mariens und ihre endgültige Erhebung über die Engel. In einer von vier Engeln gehaltenen Mandola thronen Jesus und Maria in liebevoller Zuwendung. Einer der Engel soll gerufen haben: Wer ist die, die da von der Wüste hinaufzieht, geschmiegt an ihren Geliebten? Engel, Propheten und Heilige versammeln sich um den himmlischen Thron, auf dem nun Maria als menschliche Fürsprecherin neben ihrem Sohn sitzt. Wichtig ist vor allem die Handhaltung der Protagonisten in diesem Bild. Der heilige Franziskus, dessen Gesicht nicht mehr zu erkennen ist, bittet um die Erlösung seiner Mitbrüder. Diese Bitte wird durch Maria an ihren Sohn weitergereicht, der sie erhört und die Franziskaner segnet. Marias Rolle in der himmlischen Hierarchie wurde in dieser Kirche der Franziskaner neu definiert. Sie ist als Gefährtin Jesu und den Engeln gleichgestellt worden. Gleichzeitig aber bleibt sie Mensch. Das bedeutet, sie ist als erster Mensch erlöst und in den Himmel aufgenommen worden. Kann ein Mensch, der so weit erhoben ist, der Herr über alle Engel sein? Und es ist tatsächlich so, Maria ist die Regina Angelorum. Das ist eine ihrer Titel. Sie ist die Königin nicht nur der Apostel und der Jesus-Nachfolger, sondern auch der himmlischen Wesen aller Engel. Sie ist eben auch darstellbar. Sie ist eine reale Frau gewesen. Auch wenn ihr dann unreale Dinge angehängt wurden, aber sie ist etwas, eine Frau, eine Person, mit der man sich identifizieren kann. Das Rosenfenster in der Außenwand ist wie ein großartiges abschließendes Symbol dieser neuen Ordnung. Die Sonnenform deutet auf Jesus, die Rose auf Maria hin. Beide Formen sind vereint als Teil des Kreises, der nur ein Zentrum hat, Gott. Am Ausgang des Mittelalters, gegen Ende des 14. Jahrhunderts, ist die Toskana eine europäische Hochburg des Fortschritts. Der Dominikanermönch Fra Angelico aus der Gegend um Florenz wird mit Engelsdarstellungen Weltruhm erringen. In einer unscheinbaren Kapelle bei Cortona hängt die Verkündigung, ein beliebtes Motiv. Die Botschaft ist in Spruchbändern wiedergegeben. Marias Gesicht noch madonnenhaft maskiert und zugleich schon individuell bewegt. Das Bild symbolisiert nicht nur die sinnbildliche Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, sondern es macht auch klar, worum es von nun an gehen wird. Der Ausdruck des Menschen wird emotional und individuell angesichts des Heilsgeschehens. Im unteren Bildsaum ist die Trauung von Maria und Josef dargestellt. Epochal aber ist das Werk Fra Angelicos aufgrund der Ausstrahlung, die er der Mariengestalt gegenüber dem Erzengel Gabriel verliehen hat. Sie ist ihm gleichgestellt. Sie steht für die nach Erlösung strebenden Menschen. Ihr Gesicht drückt Demut und Würde zugleich aus. Still und dennoch kraftvoll und ihrer selbstbewusst verharrt sie in einer Geste,
die nicht Unterwerfung, sondern Überraschung, aber auch Wissen, Bewusstheit dessen ausdrückt, was da vor sich geht. Sie hat eine individuelle Seele erhalten. Und nur darum bezeichnen wir sie heute noch als schön. Das Wirken Fra Angelicos blieb im Wesentlichen auf die Toskana beschränkt. Er reiste nicht viel. Sein Ehrgeiz war die Ausgestaltung sakraler Andachtsräume für die Brüder seines Ordens. Das Verhältnis von Heilsgeschichte und profaner Welt veränderte sich weiter dramatisch. Die Renaissance hielt zuerst in der Toskana und dann in Rom Einzug. Es war eine Blüte von Handel und Kunst. Keine Epoche seit der untergegangenen Antike war so wohlhabend gewesen. Und das veränderte auch die Darstellung der Engel. Die Villa Farnesina in Rom wurde von dem toskanischen Bankier Agostino Chigi in Auftrag gegeben und von Baldessare Peruzzi erbaut. Sie gilt als die Vollendung der Hochrenaissance und weist mit dem Saal der Perspektiven einen illusionistisch ausgemalten Raum auf. Die dargestellten Szenen wirken lebensecht. Die Wände sind bedeckt mit Szenen aus dem Leben Alexanders des Großen. Zuerst ins Auge fällt ein reitender Bote mit wallendem Mantel. Weiß fächert dieser auf und wirkt wie Flügelschwingen. Der Bote ist Teil einer historisch-allegorischen Darstellung. Es geht um die Hochzeit Alexanders mit der persischen Königstochter Roxana. In der Mitte erscheint Alexander, der der Prinzessin die Krone reicht. Das geheime Zentrum aber besetzt der himmlische Bote, halb Hermes, halb christlicher Erzengel Gabriel. Alexander steht für das wiedererwachte Interesse an mythisch-historischen Figuren im 16. Jahrhundert. Die kleinen Engel, die schon wie barocke Putten aussehen, sind Anleihen bei der heidnischen Antike. Die Amoretten sind in der Antike als kleine Knaben dargestellte Liebesgötter. Und die christliche Kunst übernimmt sie als namenlose Engel und Begleitfiguren. Sie verraten uns den Sinn und Zweck des Wandgemäldes. Es sollte den Betrachter sinnlich und nicht spirituell animieren. Die Villa Farnesina ist ein Höhepunkt der Renaissance. Die Darstellung zeigt, wie sehr antike Bilder im Christentum überdauert hatten. Die Göttergestalten und die Heroen kehren in allegorischer Gestalt zurück. Sie sollen dabei die christlichen Bilder ergänzen. In Rom war Anfang des 16. Jahrhunderts der Grundstein für die neue Peterskirche gelegt worden. Sie sollte das Zeichen sein, dass das siegreiche Christentum die Antike übertroffen habe. Mitte des 17. Jahrhunderts entsteht für die Kirche Santa Maria della Vittoria eine Skulptur, die demselben Zweck dienen sollte, den endgültigen Sieg des Christentums zu verdeutlichen. Der Bildhauer Bernini war ein Erbe Michelangelos, mit dessen Spätwerk das Barock die Renaissance ablöste. Das Motiv der Verzückung der heiligen Teresa ist eine Variation der Verkündigung, wie sie auch Fra Angelico gestaltet hat. Aber bei Bernini sieht man sofort die entscheidende Verwandlung. Die Heilige ist dramatisiert dargestellt. Bernini versucht, die Verzückung handgreiflich zu machen. Der Mund stöhnt, die Augen sind verdreht, der Körper geöffnet. Das Heilsgeschehen und die von diesem abgeleiteten Motive werden von nun an theatralisch inszeniert werden, unter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Bildmittel. Dazu gehören nun auch die antiken Heroen und die Allegorien. Gerade zu dem Zeitpunkt, als der Petersdom den Sieg der christlichen Bilder über die heidnische Antike symbolisieren soll,
kehrt diese mit Macht in die christliche Welt zurück. In der ungeheuren Kuppel des Petersdoms findet sich der Gründungsmythos der Kirche angeführt. Der Satz: Du bist Petrus, das heißt Fels. Auf diesen Fels will ich meine Kirche bauen. Der Neubau beanspruchte nichts weniger als das größte Monument der Weltgeschichte zu sein. Immer wieder hatte man gezweifelt, ob die ungeheuer weitgespannten Gewölbe die gewaltige Kuppel würden tragen können. Der Bauwille aber entschied über die Bedenken. Der Geist hinter diesem Monument wollte unbedingt eine triumphierend siegreiche Kirche. . 1627 hatte Papst Urban VIII. Bernini mit einem Grabmal beauftragt, das mit dem seiner Vorgänger mithalten können sollte. Der Papst thront über einem gewaltigen Sarkophag. Links und rechts davon lehnen die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit hebt die Augen zu der Figur des Papstes und scheint in tiefste Trauer versunken. Links von ihr steht die Barmherzigkeit. Sie hat ein schlafendes Kind an der Brust und ein zweites neben sich, das schreiend nach Zuwendung fleht. Der Tod ist in sein Grabmal nicht nur als starkes Memento Mori integriert. Der Tod ist hier wie eine Orgie. Alles ist gesteigert und so dramatisiert, als sollte dieser Augenblick die Ewigkeit anhalten. Im Barock heißt Allegorie die Versinnbildlichung von etwas, das abstrakt war, in einer Figur. Also dass wir die Tugend der Caritas haben als Engel, der irgendwie ein Herz trägt. Oder die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Vernunft und Klugheit und Gottesfurcht, die werden dann als Engel dargestellt, die irgendein Weihrauchfass oder ein Buch vor sich tragen. Das hat natürlich was zu tun mit der Listenförmigkeit, die man jetzt auch findet, dass man Gottes Eigenschaften, die menschlichen Tugenden, die Evangelisten, die Apostel geradezu als Reihen und als Ordnungen nebeneinander stellt und versucht, aufeinander zu beziehen. Die Engel weichen den Allegorien. Die christliche Ikonografie mischt sich mit einer diesseitigen theatralischen Inszenierung. Die Welt ist aus den Fugen. Die religiöse Sicht auf sie erschüttert, die Bedeutung der Wissenschaften hat zugenommen und die Kirche ist durch die Reformation erneut gespalten. Um die Einheit des Kosmos im Glauben zu behaupten, setzt das Barock von nun an alle Bildmittel ein, um den Betrachter zu überwältigen und ihm die Übermacht und Überlegenheit der christlichen Weltdeutung sichtbar vor Augen zu führen. Dazu dienen auch die heidnischen Götter, verkleidet als Allegorie. Der weltberühmte Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona in Rom ist dafür ein Beispiel. Bernini stilisiert mit Hilfe wuchtiger, allegorisch antiker Götter das christliche Motiv der vier Flüsse des Paradieses zu einem einmaligen Gesamtkunstwerk. Der Brunnen gilt als ein Höhepunkt der barocken Sehnsucht, die christliche Welt mit Geschichte und Wissenschaft versöhnen zu wollen. In hohem Alter erhielt Bernini von Papst Clemens IX. Den Auftrag, den Zugang zur Engelsburg neu zu gestalten. Das Bauwerk war das Grabmal für Kaiser Hadrian gewesen und der triumphale Zugang über die Brücke mit antiken Siegesgöttinnen gesäumt. Bernini besetzte die Brücke nun mit Engeln und machte aus dem einstmals heidnischen Monument ein christliches. Die Engel halten die Leidenswerkzeuge Christi in den Händen. Und so wurde dieser Weg zu einem symbolischen Kreuzweg, wie ihn der Tradition nach die Pilger in Jerusalem zurücklegten. Dieser Kreuzweg wurde durch Bernini zu einem Triumphzug und die Engel bezeugten diesen mit den Symbolen für die Passion Christi.
Den Engel mit der Dornenkrone hat Bernini selbst ausgeführt. Die neu geschaffenen Engel standen in der Folge der Statuen der Apostel Petrus und Paulus, die als Märtyrer verehrt wurden und an dieser Stelle vom Sieg des Christentums kündigen sollten. Die Engelsburg hatte schon immer den Zugang nach Rom beherrscht. Blickte man sich nun um, so war das Wunder von St. Peter zu sehen, die dem Triumph der Heiligen Römischen Kirche gewidmet war. Aber dieser Triumph wurde durch das Wissen und die Wissenschaft in seiner Universalität in Zweifel gezogen. Der daraufhin einsetzende Kampf um die Deutungshoheit der Bilder wurde nach Berninis Tod nicht mehr in Italien, sondern im Reich der Habsburger jenseits der Alpen ausgefochten. Wenn Sie an das Hauptquartier der Habsburger gehen, nach Wien, an die Hofburg, und Sie sehen da links und rechts die Darstellungen, wie Austria die Weltmeere beherrscht oder die Weltgegenden beherrscht, dann sind es Darstellungen, die eins zu eins dem Engelsturz mit Michael abgekupfert sind. Also Austria als Person, die dann die widrigen Mächte niederstößt mit einer Lanze. Eins zu eins das, was wir sonst kennen. Michael stößt Luzifer in den Höllenschlund. Und nirgendwo ist der Triumph so deutlich wie in den Michaelsmotiven in der christlichen Tradition, wo dieses Triumphmotiv in der eigenen Kirche gefeiert wird. Darum ist die Kirche direkt an der Hofburg nicht irgendeinem Heiligen gewidmet, sondern dem Michael, dem Helden, dem soldatisch auftretenden Engelsgeneral. Der Engelsturz wurde 1726 vollendet, in der Epoche des österreichischen Kaisers Karl VI. Das Michael-Motiv meint längst nicht mehr nur das zentrale christliche Motiv. Es bezieht ein Gottesgnadentum der Kaiserwürde mit ein. Die Karlskirche als das bedeutendste sakrale Bauwerk des Barock in Wien macht das deutlich. Es ist ein sakrales Bauwerk mit imperialem Anspruch. Die Kirche sollte die Verbindung zwischen Rom und Byzanz, zwischen West- und Oströmischer Kirche symbolisieren. Darum lehnt sie sich an das Erscheinungsbild der Hagia Sophia in Istanbul an und imitiert die Trajansäule. Auch das kann man allegorisch verstehen. Die absolutistischen Herrscher wollen im Glanz der antiken Kaiser gesehen werden. In der Kuppel ist die Iglesia, die eine Kirche, in prachtvollem Mantel mit dem Kelch in der Hand und der Eucharistie über dem Kelch dargestellt. Indem die Patronatskirche von Kaiser Karl VI. Das Abendmahl in den Mittelpunkt der Kuppel stellen lässt, bedeutet er, dass sein Reich die Priorität des christlichen Weltbildes wahren wird. Eine Stunde Fahrzeit von Wien entfernt liegt das Stift Altenburg. Gegen Ende der Regentschaft Kaiser Karls VI. Bekommt der Barockmaler Paul Troger den Auftrag, zentrale Räume des Klosters mit Fresken auszugestalten. In der sogenannten Kaiserstiege hat schon die architektonische Konzeption symbolische Bedeutung. Zwei Treppenarme führen zu einem zusammen. Das meint, zwei getrennte Sphären können als Einheit angesehen werden. Im Barock wollte man das Himmelreich auf Erden anschaubar machen. Und zwar in aller Pracht, wie es nur geht. Anschaubar und erlebbar machen. Und sicherlich gehört in diese Totalität dann auch der Versuch, alle Kulturschöpfungen, alle Kulturbereiche damit zu integrieren. Also auch das Wissen und die Wissenschaft. Die Religion mit Heiligenschein und die Wissenschaft sitzen als allegorische Figuren im Himmelsgewölbe nebeneinander. Und sie vertragen sich. Alle Figuren im Gewölbe haben zugleich einen allegorischen Sinn und eine christlich-sakrale Bedeutung. Die göttlichen Tugenden der Liebe und der Hoffnung
sind als Symbol und als Frauengestalt wiedergegeben. Der Glaube ist männlich und in Siegespose dargestellt. Die Engel bevölkern diesen Himmel als Publikum. Sie scheinen der harmonischen Ordnung applaudieren zu wollen. Sie freuen sich, sie tanzen. Die Ausmalung der Kaiserstiege wollte unbedingt die Aussöhnung von sakraler und wissenschaftlicher Deutung der Welt dem Betrachter vor Augen führen. Die Engel spielen bei dieser Harmonie keine große Rolle mehr. Damit ist unsere Geschichte von den Engeln beendet. Die über 1,5 Jahrtausend dauernde Vormacht der religiösen Deutung der Welt mit nur einem Zentrum, Gott, geht in der Epoche des Absolutismus und des folgenden industriell-rationalen Zeitalters zu Ende. Die Engel als die Boten des unsichtbaren Gottes haben ihre Bedeutung verloren. Als Fürsprecher und Berater der Menschen stehen sie vielleicht bis in alle Zeiten für die Sehnsucht der Menschen, nicht allein sein zu wollen. Und als immer wieder variiertes Motiv der Kunst sind die Bilder von ihnen untrennbar mit unserer Kultur verbunden.